Wer kommt jetzt auf den Stand? Ich möchte die Aufmerksamkeit Eurer Majestät auch noch auf den Umstand lenken, dass heuer EU-Wahlen sind. Das sind unsere Lieblingswahlen, Seifenstein. Tatsächlich, Majestät? Ja, selbstverständlich, Seifenstein. Das ist mehr oder weniger das Dschungelcamp der österreichischen Innenpolitik. Man kann jede Woche jemanden rauswählen, gell? Also dieses eine Mal halt. Zu Befehl, Majestät. Der Delegationsleiter der SPÖ für die Europawahlen, Jörg Leichtfried. 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 Schöne Schuhe. Schon wieder. Aber die von der Frau Marhold waren schön. Dem hätten die Schuhe von der Marhold gefallen, Seifenstein. Trägt er gerne Frauenschuhe? Nicht wirklich. Aber manchmal. Psst. Oho. Der gefällt uns, Seifenstein. Ein Mann voller Geheimnisse. Und Untiefen. Naja. Er will also nach Brüssel? Ja, er will nach Brüssel. Warum? Er will Österreich in Brüssel vertreten. Mhm. Eure Majestät in Brüssel vertreten. Uns braucht niemand vertreten, ja, in Brüssel. Bisserl. Uns ist ja Brüssel wurscht. Was gibt's in Brüssel alles, Seifenstein? Majestät, eine ganze Reihe. Wenn man auf einer bekannten Tourismusseite nachsieht, so wird man fündig. In Brüssel gibt es einen großen Hauptplatz, ein Stadtmuseum und eine Bowlingbahn. Aufregendes Leben, das ihn dort erwartet. Ja, ist ja nicht nix. Ne? Wo kommt er her? Aus Bruck an der Mur. Bruck an der Mur, schau. Was gibt's in Bruck an der Mur, Seifenstein? Majestät, eine schmuckgestaltete Fußgängerzone, ein gut erhaltenes gotisches Bürgerhaus und eine Bowlingbahn. Aber das ist neu, die Bowlingbahn. In Bruck oder in Brüssel? In Bruck. Wieso bleibt er dann nicht in Bruck, bitte? Ja, ein bisschen herumschauen, nicht? Ist Bruck an der Mur das Brüssel Österreichs? Das würde ich jetzt so nicht meinen. Warum nicht? Na ja, Brüssel ist anders, ganz anders. In Brüssel fallen Entscheidungen, in Bruck fehlen sie. Aber reden doch nicht, der Steirische ist ja sehr ähnlich mit dem Französischen, oder nicht? Das Südsteirische mehr mit dem Englischen. Wirklich? Ja, 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 ja. Haben Sie ein Beispiel dafür? Ich bin ja kein Südsteirer, kann das ja nicht. Sie können nicht Südsteirer? Keine, nein. Nicht? Nein. Ja, ich glaube, wir schicken internationale Leute nach Brüssel, nicht einmal das kann er. Der kann nicht einmal eine Fremdsprache? Ja, ein bisschen schon. Also? Niederösterreichisch. Niederösterreichisch? Ja, ja, aber was will ein Roder in Niederösterreich? Ja, ist ja Blödsinn. Das ist ja genauso. Ja. Nein. Ja. Drum ist es ja Fremdsprache. Ne? Ja, wie ja wir immer sagen, als Roter in Niederösterreich weiß man, wie sich ein Palästinenser in Israel fühlt. Ne? Ja. Wann sind denn die EU-Wahlen? Er tritt ja dort an. Ne? Die sind am 25. Mai. Ja? Er ist ja der Delegationsleiter. Ist er? Ja, die Nummer 1 der SPÖ. Es gibt noch Freunde, die. Bitte? Das haben wir jetzt es gibt noch Freunde, die wir haben. Seit wann hat die SPÖ Freunde in Österreich, Seifenstein? Majestät, das ist vermutlich eine Anspielung darauf. Herr Leichtfried ist wohl Delegationsleiter der SPÖ, er ist aber nicht Listenerster. Ah, das heißt, er wäre bei den Heiligen Drei Königen der mit dem Stern? Aber nicht der Kasper. Aber nicht der Kasper. Der Kasper ist der andere. Quasi. Ja. Und ja, wer ist es? Ein ehemaliger ORF-Mitarbeiter namens Eugen Freund. Majestät, Hofbildstelle. Ah, der ist der Bill Clinton von Österreich. Wir wissen schon wieder. Korrekt, Majestät. Zumindest hat es Herr Freund einmal so zu Protokoll gegeben. Hofbildstelle. Ja, 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 ja. Hat er gehofft, dass die Doris Bures als Praktikantin zu ihm ins Sohn. Unbekannt, Majestät. Naja, wir wissen es auch nicht, ne? Also, was wissen wir noch über diesen Freund?
Majestät, er hat sich in einem ersten Interview durch einige eigentümliche Zitate hervorgetan. So wusste er zum Beispiel nicht, als zukünftiger Vertreter einer Arbeiterpartei, was ein Arbeiter im Monat verdient. Oje. Also das heißt, von Ihnen wird es überhaupt keine Plakate geben, sondern nur von dem da? Naja, vielleicht einige wenige. Wirklich? Ich glaube schon. Und was plakatieren Sie dann bei ihm? Majestät, Herr Freund ist wohl der Ansicht, er sollte auf Bussen plakatiert sein wie Politiker in Amerika. In Amerika werden mit Gesichtern wie meinem Autobusse plakatiert. Aha, na, wissen Sie was, Seifenstein, lass uns für ihn einmal auch was anfertigen, aber ein größeres Fahrzeug vielleicht, ne? Ja. Ne? Zu Befehl, Majestät, ja. Hofbildstelle. Ja, sowas zum Beispiel. Jumbo, Jörg, leicht. Jörg heißt er? Jörg heißt er, ja. Jörg? Ja, er kann aber nichts dafür. Na, natürlich nicht, ja. Ne? Den Namen kriegt man halt, ne? Ja, eh, ja. Ja, aber es ist ein riesengroßer Vorteil, den er da hat. Ja, das könnte er ja ausnutzen, Seifenstein. Vollkommen korrekt, Majestät. Nachdem die FPÖ wohl ein harter Gegner der SPÖ im Wahlkampf sein wird, könnte man diesen Zufall ausnützen. Wir haben einige Plakatvorstellungen, Hofbildstelle. Wir haben Jörg. Genial. Oder besonders gelungen, einfach ehrlich, einfach Jörg, SPÖ. Ja, die paar FPÖ-Wähler, die lesen können, die fallen drauf rein. Stimmt das, was da steht? Ist er ehrlich? Selbstverständlich. Ja? Ja. Was steht er denn zum Beispiel mit der Hypo machen? Schwierig. Ja, das haben wir schon gehört öfter. Ja. Also? Ihre Idee mit an die Bayern nach dem Oktoberfest verkaufen wäre vielleicht... Sehen Sie, das ist auch keine Ahnung vom Bischof. Während des Oktoberfests. Ja. Sonst sind sie auch wieder nüchtern. Die sind nicht deppert, die sind nur angesoffen. Die meisten. Ja. Ja. Hat er sich mit dem Feimann angelegt oder warum ist er nicht die Nummer 1, Seifenstein? Dafür gibt es eigentlich keinen Hinweis, Majestät. Ganz im Gegenteil, Herr Leichtfried hat dem Kanzler im Europäischen Parlament sogar Rosen gestreut. Hofbildstelle, bitte. Herr Bundeskanzler, in der Vorbereitung auf Ihren Besuch gestern hat ein italienischer Kollege von mir gemeint, es ist gut, dass Feimann kommt. Es ist deshalb gut, weil er in der Zeit der Finsternis im Rat das soziale Licht hochgehalten hat. Deshalb ist es wirklich gut, dass Sie gekommen sind. Und ich glaube, das kann man auch nur machen und durchhalten, wenn man die Haltung hat, für Gerechtigkeit zu sorgen, für Solidarität zu sorgen, für sozialen Ausgleich zu sorgen. No? So viele Pointen und kein einziger Lacher. Traurig, oder? Ja, Sickerwitz vielleicht. Na, wie geht's einem, wenn man sowas sagen muss? Also, vollkommen in Ordnung. Ich bin ja ehrlich. Und der Italiener, bevor das gesagt hat, was hat der getrunken? Es ist gut, dass er auf einmal kommt. Also, ehrlicherweise trinken die Kollegen und Kolleginnen im Europäischen Parlament nie was. Ja. Naja, im Parlament ist eh wurscht, aber die saufen ja vorher offensichtlich. Nicht nur vorher. Seifenstein, sind alle denn den Feimann so euphorisch, wie das der Leichtfried tut, offensichtlich? Nicht unbedingt, Majestät. Von der deutschen Kanzlerin Merkel ist folgendes Zitat überliefert. Hofbildstelle, er kommt mit keiner Meinung rein und geht mit meiner Meinung wieder raus. Die Deutschen. Ja, aber... Ja, man könnte auch sagen, also Fraktionskollegin im klassischen Sinn ist sie ja auch nicht. Nicht wirklich, nein. Man könnte ja sagen, sie hat es nicht gut gemeint. Könnte man sagen. Aber sagen wir ja nicht. Sagen wir nicht. Wann geht er denn nach Brüssel? Oder ist er schon dort jetzt die ganze Zeit? Er ist eigentlich seit 2004. Aber immer von Montag bis Donnerstag in der Regel. Wenn er nicht in Straßburg ist. Ja. Weil nach Straßburg muss er auch noch. Ja, wie lange braucht man da von Brüssel nach Straßburg?
Na, er fährt zu Haus. Ja. Und fährt dann nach Straßburg. Da braucht er länger. Weil es über Bruck geht. Ah, Flugmeilen sammeln. Ja, oder? Ja, ja. Oder Pendlerpauschale abkassieren oder was? Alles. Na ja, wird guter Auftritt, er wird sehr viele Wählerstimmen heute machen. Ja, ja. Das Gefühl hat er auch. Gut. Also, wir können ihm ein bisschen helfen. Wir können ihm helfen, wieder Nummer 1 zu werden. No, er ist ein sympathischer. Nein, er ist ein sympathischer Kerl, Seifenstein. Wir wollen ihm helfen. Wir wollen ihm helfen, wie er mit dem Eugen Freund in Zukunft umzugehen hat. Ja? Seifenstein, haben Sie zufällig sowas wie einen Eugen Freund da? So etwas Ähnliches, Majestät. Vormärz. Also, hier haben wir, um es besser darstellen zu können, einen Eugen Freund. Also, das ist ein 1:1 Modell. Fesche Krawatte. Fesche, eine bessere als er hat. Ja, er hat keine. Hat ja er. Schicken Sie ihm dann eine Krawatte. Ja? Also, und wenn der Eugen Freund Folgendes sagt: Ein Arbeiter verdient im Monat 3000 Euro. Dann sagt er: Nicht ganz richtig. Nein, dann sagt er: Unrichtig. Ein Arbeiter verdient keine 2000 Euro, aber der Kollege Freund wird ihm gerne sein Gehalt spenden. Haben Sie das mit dem Kollegen Freund schon? Nein, wir sind der Kaiser, wir müssen uns nicht absprechen. Also. Das ist der Und wenn er zum Beispiel Folgendes sagt: Die SPÖ muss mir ein ordentliches Gehalt zahlen, denn meine Tochter soll in Amerika studieren. Dann sagt er: Die SPÖ hat kein Geld. Nein, der Kollege Freund macht einen Scherzerl, denn eine echte SPÖ-Tochter, die studiert am Hochofen. Wir sind in Amerika. Ja. Ja. Und wenn der Eugen Freund sagt: Krawuzzi Kapuzzi? Das ist ein bisschen der Freund mit in den Durchgang. Pardon, Meister. Geh mal den Freund lieber mit, damit er zu Hause üben kann. Ne? Das Befehl, Meister. Am besten ist, Sie ziehen sich nach dem Zähneputzen den Freund über und gehen dann so mit dem Schlafen. So, Krawuzzi, 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 Krawuzzi. Also, wenn die SPÖ für diese Wahlen unbedingt ein Fernsehgesicht gebraucht hat, ja, warum haben die zum Beispiel nicht jemanden anderen genommen? Zum Beispiel diese sympathische Burgenländerin aus dem Fernsehprogramm, da aus dem Nachmittagsprogramm. Ah, Majestät, meinen vermutlich Barbara Karlich. Herr Freund wusste es übrigens auch nicht. Ach so. Es handelt sich um Barbara Karlich. Aha, alles klar. Ja, haben wir sowas Ähnliches wie eine Barbara Karlich, Seifenstein? So etwas Ähnliches, Majestät. Sie schaut der Barbara Karlich sehr ähnlich. Ich bin es. Wirklich? Ja. Und wir hätten jetzt beinahe gesagt, wirklich, wir hätten beinahe gesagt, so fesch ist die Karlich, aber nicht. Eure Majestät scherzen. Schneckengroß. Also, was verdient denn zum Beispiel ein Arbeiter so im Monat? Weiß sie das? 2000 Euro. Ja. Mhm. Und ein EU-Abgeordneter? Also, wenn der Arbeiter 2000 verdient, dann würde ich sagen, das Vierfache. Also, 8000 Euro zuzüglich 4.299 Euro monatliche Spesenvergütung und 304 Euro Taggeld pro Sitzungstag. Stimmt das, Herr Verstein? Applaus! Das verdient doch schon, sagen Sie. Und da kannst du dir keine Krawatten leisten. Na ja. Oder was heißt, na ja? Okay. Also, was wäre ihr lieber? Die Cent vom Frawetz
Oder die Haare von Feimann? Sehr lieb, ich behalte meine eigenen Dinge. Mhm. Ja, wieder irgendwann richtig. Vielleicht. Vollkommen richtig, ja. Vollkommen richtig. Ja. Großartig entscheidend. Was wäre denn Ihre Vision für Europa? Majestät, den Ministerrat abschaffen und vielleicht durch einen Monarchenrat ersetzen? Vollkommen richtig. Alle, die keine Monarchien haben, dürfen nicht mitmachen. Vierte Gott, Ellerbech, ne? Ausgezeichnet. Wissen Sie was? Leichtfried, er darf sich zurückziehen, ihn braucht man nicht mehr. Wir gründen unsere eigene EU-Partei mit der Karlicher Spitzenkandidatin.